Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zur allerletzten Ausgabe meines kleinen Taekwondo-Tagebuches. You're doing a very brave thing. What? No, I'm not checking in. No quitter. Am 13. August hatte ich meine letzte Taekwondo-Stunde gehabt. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Jedenfalls werde ich jetzt hier in dieser Ausgabe ein Fazit ziehen, was mir am besten gefallen hat. Ob ich doch mit Taekwondo weitermache statt mit Karate, das werde ich jetzt erfahren. So, jedenfalls. Wir hatten einen Bewegungsablauf gemacht, welcher original aussah wie Kata Taekyoko Shodan, was ich bereits aus Karate kenne. Ich kann ja mal kurz was Kleines einspielen. Jetzt habt ihr erstmal Taekwondo, das, was wir in Taekwondo drangenommen haben, den Bewegungsablauf. Und genau das gleiche haben wir auch in Karate gemacht, was bei uns der Weißgurt, was bei uns die Weißgurt-Gürtelprüfung ist. Hat mich sehr verwundert und hat mich auch sprachlos zurückgelassen. Aber ich konnte mich perfekt eingliedern, weil ich kenne das ja, ich kann das ja, ich kann ja die Gürtelprüfung. Nur halt, dass die auch nicht stattfindet bei uns bei Karate, was ich halt ziemlich schade finde, weil ich kann's ja. Von dem her, ich hatte keine Probleme damit gehabt, da mitzuhalten, also. Aber es hat mich trotzdem sprachlos zurückgelassen, dass wir so etwas auch woanders dran nehmen. Nicht nur Karate, sondern auch im Taekwondo, wie es den Anschein hat. Jedenfalls meinte der Sensei, dass ich ein bisschen zu verbissen dran gegangen bin und ich das mehr wie eine Entspannungsübung sehen soll. Ich sag's mal so, ich hab mir ja vorgenommen, weißen Gürtel zu machen. Ich hab mir ja vorgenommen, am Ball zu bleiben, das euch durchzuziehen. Ich bin halt ein ehrgeiziger Mensch, das gebe ich offen ehrlich zu. Ich bin halt ein Mensch, der sich halt ein bisschen zu sehr reinsteigert. Und ja, das kann vielleicht auf andere Leute ein bisschen verbissen wirken. Das streite ich ja auch gar nicht ab. Jedenfalls, ich fand's trotzdem sehr interessant. Gut, mein Fazit. Also, ich mach's kurz und schmerzlos. Nein, ich werde nicht Taekwondo weitermachen. Ich werde weiterhin bei Karate bleiben. Mir hat das Sparring gefehlt, ich gebe es offen ehrlich zu. Sparring, Vollkontakt, das hat mir einfach total gefehlt. Ich meine, bei Taekwondo, wir haben coole Tritte und richtig geile Kicks gelernt, ja, aber wir haben kein Sparring gemacht. Wir haben das mal nicht gegen jemand anderen ausprobiert, sondern halt gegen Matratzen, die irgendwo rumstanden oder so. Und das hat mir halt schon, da hat mir schon ein bisschen was gefehlt. Fand ich auch ein bisschen schade. Ich meine, klar, da sind bestimmt die Vereine auch unterschiedlich. Da gibt es bestimmt Taekwondo-Vereine, wo halt wirklich auch Vollkontakt ausgeführt wird, wo halt wirklich Sparring betrieben wird, Kampf gegen andere Leute. Das kann ich mir gut vorstellen, oder erst ab einem gewissen Gürtel, ich habe keine Ahnung. Aber wir bei Karate, wir sind die Anwärter auf dem weißen Gürtel, die machen jetzt schon Vollkontakt, die machen jetzt schon Sparring, die kämpfen schon gegeneinander. Ja klar, unser Sensei oder Senpai, je nachdem, wer uns da gerade trainiert, der sagt dann ja auch, je nachdem, wie gut der eine ist, was für Skills der hat. Dementsprechend sagt er dann zum Beispiel, ja, hier, ziele nur auf die Schulter und Hüfte und dann werden nur diese Bereiche angegriffen. Also das muss dann halt der Gute machen, der gute Kämpfer. Der halt nicht so viele Skills drauf hat, der kann halt überall hin angreifen, also überhalb der Gürtellinie bleiben. Wird ja auch immer gesagt, ist wichtig. Unterhalb der Gürtellinie tut's weh. Von dem her, ich werde auf jeden Fall die Trainingsmethoden beherzigen. Ich werde die Kicks weiterhin trainieren bei Taekwondo, ich werde die in mein persönliches Training mit aufnehmen, aber ich werde nicht zum Taekwondo-Training gehen. Ich werde schön weiterhin Karate machen, da stehe ich voll dahinter, das gebe ich auch offen ehrlich zu. Was ich auch ziemlich seltsam fand, Taekwondo heißt ja Hand und Fuß, wir haben aber nicht gelernt zu schlagen. Wir haben nur Kicks und Tritte gelernt. Vielleicht kommen die Schläge ja ein bisschen später, ich habe keine Ahnung, aber wir haben bis jetzt schon zugetreten. Jedenfalls, ich bin sehr, sehr dankbar, was ich gelernt habe. Und ich werde natürlich weiterhin am Ball bleiben. Ich habe meinen Horizont erweitert. Ich bin sehr, sehr dankbar fürs Training. Aber meine wahre Liebe ist halt wirklich Karate. So, meine Lieben, das war jetzt der letzte Eintrag von meinem Taekwondo-Tagebuch. Da würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich was von Karate zu berichten habe. Bis dahin würde ich sagen, passt euch auf. Mach's gut, meine Freunde. Ciao. Anime was a mistake.